Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Remo zockt. Tja, der Oktober ist da und somit ist mein Lieblingsfeiertag nicht weit entfernt, nämlich Halloween. Und deshalb dachte ich mir, könnten wir in diesem Monat in diesem Format ein paar gruselige Spiele spielen. Wie im heutigen Fall Zombies oder wie es im Amerikanischen heißt, Zombies Ate My Neighbors. Das Spiel wurde damals von Konami entwickelt und wer sich ein bisschen mit den Spielen von Konami beschäftigt hat, der weiß ja auch, dass das Ganze in den letzten Jahren von Limited Run, glaube ich, wieder neu auf den Markt gebracht wurde. Es gab ja zigtausend Castlevania Collections oder die Contra Collection, die wir letztens gespielt haben. Und somit gibt es auch die Zombie Collection auf Steam, Switch, PlayStation und allen möglichen Plattformen. Auf der Collection findest du neben dem Spiel Zombies auch den zweiten Teil, Ghoul Patrol, welcher mich überhaupt nicht abholen konnte. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Außerdem werden wir die heutige Folge mit dem Original SNES-Modul aufnehmen, weil in dieser Collection der Titelscreen von Zombies entfernt wurde. Und das ist meiner Meinung nach eine Todsünde. Aber wir schauen uns das gleich gemeinsam an und ich werde auch noch ein paar Dinge dazu erklären. Also würde ich sagen, switchen wir rüber zum Game und ich würde sagen, bis gleich. Okay, schauen wir uns zuerst den Titelscreen an, welchen ich ja vorhin ansprach. Es ist im Prinzip wirklich nichts Besonderes. Aber ich finde trotzdem, mit dieser Musik und dass sich da langsam das Wort Zombies rauskristallisiert, da wird schon gut Atmosphäre gemacht. Und in der Collection hast du einfach nur so einen Auswahlbildschirm, welches Spiel möchtest du spielen, welchen Spieler möchtest du spielen und du wirst sofort ins erste Level reingeschmissen. Und ich finde es ein bisschen schade. Ja, wir haben hier auch ein Passwortsystem. Man muss das Spiel nicht in einem Zug durchrocken, was ziemlich angenehm ist. Schwierigkeitsgrad gibt es bloß einen. Und dann können wir unseren Spieler auswählen, entweder Julie oder Sieg. Ich nehme jetzt einfach mal Sieg, weil der schaut einfach nur weird aus. Mit seiner Sturmfrisur und der 3D-Brille. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Dieser Schrei fehlt auch in der Collection. Rescue the neighbors in Level 1, Zombie Panic. Ja, und das ist auch schon die Prämisse des Spiels. Also hier kommen überall die Zombies raus und wir müssen hier einfach nur die Nachbarn einsammeln, dass die nicht von den Zombies gefressen werden. Wir können hier mehrere Gegenstände aufnehmen. Wir haben auch zur Verteidigung... Ah ne, das ist der Wechsel. Demonstrier es mal. Na komm her, Süße. Oh. Ja, schaut für mich nach Wasserpistole aus. Aber vielleicht ist da auch Weihwasser drin oder irgendwas. Aber man hat dann verschiedene Waffen, die man noch findet. Wie zum Beispiel hier diese Sprite-Dosen oder irgendwas. Bei Cola-Dosen. Hey, lass mich in Ruhe. Ich nutze meistens immer nur die Pistole und diese ganzen Gimmicks, nur wenn ich es wirklich mal einsetzen muss. Ja, erste Level ist noch ziemlich leicht. Wie fast bei jedem Spiel. Man hat hier auch zur Hilfe ein Radar, das man einschalten kann, um zu sehen, wo sich die ganzen Nachbarn befinden. Ja. Und wenn ein Zombie einen der Nachbarn zu nahe kommt, dann würde er ihn leider auffressen. Das wird natürlich sehr schnuckelig dargestellt. Das werden wir bestimmt noch im Spiel sehen. Im ersten Level mache ich das jetzt nicht gleich. Und wenn die Zombies mehr Nachbarn erwischt haben, als wir retten konnten, dann gilt das Level als verloren und wir verlieren einen Credit. Also eigentlich eine ganz einfache Prämisse. Aber, ja, macht trotzdem Laune. Wir werden jetzt bestimmt noch in dem Video sehen, dass es dann auch verschiedene Levels gibt, also passend zu verschiedenen Horror-Thematiken. Ah, verpiss dich! Ja, sodass jeder Bereich abgedeckt wird. Meine Munition spare ich an dieser Stelle, weil am Anfang ist es ziemlich noch easy, aber es wird irgendwann Munitionsknappheit herrschen. Ja, und haben wir alle Nachbarn gerettet, tut sich hier eine Tür auf und...
Und wir kriegen sogar einen Bonus, da wir alle gerettet haben. Und jetzt kommt mein Lieblingslevel. Es ist nicht besonders schwer. Evening of the Undead. Aber ich liebe diesen Soundtrack, was jetzt kommt. Und jetzt ist gerade noch so ein bisschen Abend auf diesem Screen ein bisschen hell, aber jetzt wird langsam das Spiel. Seht ihr es? Etwas düsterer. Na? Ja, jetzt wird's düsterer. Werde jetzt mal ganz kurz eine Minute meine Klappe halten, dass ihr mal den Soundtrack genießen könnt. Also ich liebe den wirklich. Starker Soundtrack, oder? Ja, diese Türen hier, die können wir mit einem Schlüssel aufmachen. Die müssen wir finden. Aber die sind auch ziemlich. Ah, scheiße, jetzt habe ich mein Medipack genommen. Da komme ich immer durcheinander, welche Taste ich da drücken muss. Wir können aber auch die Tür mit unserer Panzerfaust hier aufsprengen. Oder aber auch hier eine rissige Wand. Habe ich mal schnell wieder die Knarre. Man hat hier zwei Knöpfe, einmal zum Waffenwechseln, einmal zum Inventar wechseln und ich verwechsel die immer und dann nehme ich mein Medipack. Ja, wir werden schon noch eins finden, aber es ist immer ärgerlich, weil es wird irgendwann später wirklich knapp. Oh! Da hinten Dr. Jones wird gleich gefressen. Wobei, ich kann ja mal zeigen, wie es ausschaut, wenn der gefressen wird. Wir haben ja schon. Ja. Und wenn das häufiger passiert, dann Level gescheitert. Aber in den. Hey! In den frühen Levels passiert das eigentlich nicht. So, zwei Nachbarn. Sag mal! Zwei Nachbarn haben wir noch. Dreh ich dich mal ein. Oh Mann, das war jetzt ärgerlich. Naja. Bonus verspielt, aber egal. Wo ist der nächste Dude? Und ich treffe heute gar nichts. Ist denn der? Das Gute ist, Zeitlimit gibt es in den Leveln nicht. Aber in späteren Leveln werden die Nachbarn auch offscreen gefressen, soweit ich das in Erinnerung habe. Also, ihr habt es jetzt gerade bei dem Dr. Jones da gesehen. Wir müssen da schon zugucken, bis die gefressen werden. Aber ich glaube, das wird sich dann auch später mal ändern. Also, dass man auch wirklich fix durch die Level muss. Und da oben ist unser gesuchter Nachbar. Dieses Zombie-Design ist eigentlich schon ein bisschen niedlich gemacht, ne? Aber ich habe das damals zum ersten Mal gespielt. Boah, da war ich auch noch so ein kleiner Hosenscheiß, hab's mit meinem Vater gespielt. Und diese Viecher haben mir da wirklich Angst gemacht. Gut, nächstes Level. Ja, ärgerlich jetzt für den Bonus, aber für Demo-Zwecke kann man schon mal Nachbarn opfern. Level 3. Terror in Alsle 5. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ach ja, das Kaufhaus. Und vielleicht kennt einer von euch den Film. Hierzulande hieß er auch einfach nur Zombie. In anderen Ländern hieß er Dawn of the Dead. Gab es auch zig Remakes. Und der alte Dawn of the Dead aus den 70er Jahren, der wurde ja
war ja ewig auf dem Index. Ich glaube, der ist ja erst seit 2-3 Jahren oder so wieder in der Originalfassung verfügbar. Und der spielt ja auch in so einem Kaufhaus. Und das ist immer so meine Assoziation zu dem Film mit dem Level. Boah, das geilste Item, das brauchen wir dann im nächsten Level. Diese Sounds. Mach mal das Radar auf. So, da gibt's nichts für uns. Auch die Äpfel sind Waffen. Werde dann später mal alle mal ein wenig durchprobieren. Die kleinen Mistkröten hier halten ganz schön viel aus. Die Clowns sammeln wir auf, oder diese Packungen. Wie gesagt, im nächsten Level brauchen wir sie. Boah, die Schuhe will ich aber auch noch mitnehmen. Ist aber auch geil hier, die Fleischabteilung und hier liegen Granaten rum. Früher dachte ich immer, das ist so ein Schleckeis. Habe ich noch einen Schlüssel? Spare ich mir den? Ja, den spare ich mir fürs nächste Level. Ah, da war die Tür offen. Geschenkt. So, da müssen wir rüber. Da können wir auch gleich Munition mitnehmen. Ah ja, die Touris. Ja, jetzt ist es noch leicht. Jetzt müssten wir eigentlich den Bonus bekommen. Wir haben doch alle gerettet, oder? Nicht? Okay. Level 4. Lumberjack. Zu schnell. Die Musik ist so psycho. Ja, da kommt ja schon der Lumberjack. Jetzt zeige ich euch mal das Item, was ich meinte. Nein, da waren sie nicht. Da, ja, diese Clowns hier. Ich find's einfach nur so geil. Da kommen wir da durch, mein Guter. Ey, ich will das jetzt zünden. Ein. Ah ja. Und diese weirde Musik dazu. Oh, oh, oh! Oh, das war jetzt ein Versehen, aber gut, dann nehmen wir halt mal die Beine in die Hand. Ich habe jetzt versehentlich die Schuhe, was ich im Kaufhaus gefunden habe, genommen. Und damit haben wir hier so ein bisschen so einen Speed-Bonus. Ja, wow! So, jetzt nehme ich mal einen Zaubertrank, das ist nämlich auch ein cooles Ding. So, komm her! Verwandeln wir uns mal in ein Monster. Die Lumberjacks, die sind leider unverwundbar. Die kann man bloß ein bisschen ausschalten. Aber ich will da hoch. Und wenn wir das Monster ausgewählt haben, können wir leider auch nicht unser Radar nutzen. Aber hier unten sind ja auch noch ein paar Nachbarn, die wir retten können. Jetzt schauen wir einfach mal, dass wir mit der zur Monstergestalt irgendwie nach oben kommen. Ah, da ist das Baby. Das Baby muss mich lieb haben. Ja, noch schnell darüber. Es gibt. Ah, das war's. Das war's. Was ist das für ein Effekt? Unverwundbar. Aber ich muss mir trotzdem irgendwie hier einen Weg nach oben bahnen. Jau. Man kann die auch nutzen für sich. Komm, mach da auf. Sehr schön, danke. Danke. Ach komm, ich war vorher dran. Ja, durch diese Mauern können sie nicht. Zwei sind noch da. Da gehe ich jetzt auch nicht rein, das bringt's nicht. Mensch, jetzt lass mich in Ruhe. Ich komme auch immer mit den Items da durcheinander.
Ah, Gott sei Dank. Aber wo sind die letzten? Und Medipack wäre jetzt auch nicht verkehrt. Das ist so geil. Oh Mann, das Spiel, nur wegen den Clowns. 10 von 10 Punkten. Ah, da ist noch jemand. Die gehört mir. So, letzte Person. Ach ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Wir haben 3 Credits in dem Spiel. Also wenn wir jetzt dann abnippeln. Wie jetzt. Haben wir noch 2 Leben. Und dann darfst du von neu anfangen. Außer du hast ein Passwort, was du aber auch nicht nach jedem Level bekommst. Wenn ich jetzt noch hier irgendwo den letzten Nachbarn finden würde, wäre ich sehr glücklich. Ja, da oben ist er. Oh, das Trampolin. Sehr schön. Da kommen die nicht hin. Geh halt du hoch. Sieg! Was machst du denn? Was war das jetzt? Na gut, geschafft. Ja, das nächste Level wird ein bisschen beruhigender, hoffe ich. Ah ja, hier, Passwort. Frix. Level 5. Weird Kids on the Block. Ah, jetzt glaube ich, kommt das Alien Level. Ja. Das ist auch sehr, sehr spaßig, das Level. Sind zwar keine großen Gefahren, so wie unsere Zombie-Dudes, aber wenn man zu zweit spielt, ist das schon ganz schön gemein. Weird Kids on the Blocks. Genau, jetzt braucht man den Rasenmäher. Ja, wie gesagt, das sind solche Waffen, die nutze ich halt einfach nur dann, wenn man sie immer wirklich braucht. Medipack, sehr schön. Und ansonsten bleibe ich den Wasserpistolen treu. Was vielleicht auch mal ein Fehler ist, weil ich muss zugeben, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Es gibt dann irgendwann so einen Punkt, also ich bin schon mal ziemlich weit gekommen, aber es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo ich sage, nee, also das frustet mich jetzt. Weil gerade die, ich verstehe auch teilweise die Endbosse nicht, was man da machen muss. Also ich habe, wenn ich einen Endboss gelegt habe, war das immer so Glückssache. So, schieß drauf und hoff. Da oben ist noch einer. Zum Glück liegen da viele Schlüssel. Meine Güte. Du kannst es aber auch immer nicht sehen, was in den Schränken ist. Ich hoffe jetzt mal auch, dass wir in diesem Abschnitt auch noch in den, oh nee, der Soldat ist in Gefahr. Oh, Glück gehabt. Die Pilze haben nichts gemacht. Dass wir in diesem Abschnitt auch noch zum Schloss kommen. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene Horror-Thematiken in dem Spiel. Wie jetzt hier da, diese Doppelgänger. Irgendwann kommen Aliens dazu. Man ist mal in einer Gruselpyramide. Und es gibt auch ein Schloss. Und das sind immer so meine Lieblingslevel mit. Neben dem zweiten Level, was wir ja schon gesehen haben. Aber da finde ich auch den Soundtrack ziemlich cool. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja noch, weil ich möchte jetzt auch nicht unbedingt eine Stunde spielen, nur um da hinzukommen. Mein Rasenmäher. Okay, dann müssen wir bloß noch hier durch und in den Pool. Und dann werden wir dann hier den... Ja, warum nicht mal mit dem Teller? Und da ist, glaube ich, dieser Relaxing-Schorsch. Ja, da ist er. Gut. Weird Kids on the Block, geschafft. Bitte lass es jetzt das Schloss sein.
Haben wir da schon wieder einen verloren? Warum kriegen wir den Bonus nicht mehr? Wir haben doch alle erwischt. More shocking than level 5. Ah, Pyramid of Fear. Mhm. Ja, es sind aber auch coole Levels. Auch einen coolen Soundtrack. Bisschen ernster. Nicht ganz so weird. Da gibt's nämlich Geheimgänge. Jo. Ja, und da passt auch dieser schöne Archäologe da rein in das Level. Ich sollte jetzt mal vielleicht mal Medipack nehmen. Die Mumien hier sind auch nicht zu unterschätzen. Oh! Weil die brauchen auch ein bisschen mehr Treffer als einen. Und sind auch ganz krasse Munitionsfresser. Jetzt gehen wir erstmal hier entlang. Ich sollte mehr mein Radar nutzen, dafür haben wir es ja. Aber hier sind auch nicht so viele Nachbarn. Ist halt auch gemein hier, ne? Dann ist ein Umkehren hier nicht mehr möglich. Aber gut, es gibt immer irgendwie einen Weg. Man ist niemals eingesperrt. Hoffe ich. Da. Man kann das hier oben, seht ihr das an dieser Leiste hier, dass da ein bisschen eine Schattierung drinnen ist. Und dann erkennt man immer ganz gut, wo der Geheimgang ist. Okay, hier glaube ich war ich schon. Ja. Au! Genau, gehen wir mal da hoch und jetzt gehen wir mal Richtung rechts. Die Mumien ignorieren wir aber mal. Und da unten ist jemand. Verdammt. Ah ja. Bobby, wirst du gerade noch hin? Da üben habe ich noch was gesehen. Ja, da müssen wir hin. Ah, brauchen schon was. Geheimgang. Nein, nein, nein. Nochmal da den Indie da mitnehmen. Da oben. Da ist er. Das Geld nehmen wir noch mit. Gut. Gut. Noch machbar. So, jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein Level. Und dann glaube ich, haben wir genug von dem. Ja! Das Schloss! Also, final Level. Ich liebe diesen Soundtrack, das ist so geil. Und hier haben wir auch richtig coole Monster. Also neben den Zombies müssten eigentlich jetzt auch noch Werwölfe kommen. Aber man hört sie, wenn sie kommen. Die machen sich bemerkbar. Oder kommen die erst im zweiten Castle-Level? Ah, kann es gerade gar nicht so sagen, weil die Screens, die wiederholen sich auch irgendwann und man ist immer wieder in dieser Nachbarschaftsstraßen-Optik, dann ist man auch mal wieder in ein Kaufhaus, wo zum Beispiel mutierte Ameisen kommen, man ist öfters in der Pyramide und halt auch öfters in diesem Castle hier. Oh, mein Kind!
Okay. Genau, wir müssen mal ein bisschen weiter rechts gehen. Genau, hier waren wir noch nicht. Die Truhen hier sollte man auch immer ein bisschen aufmachen. Weiß gar nicht, ob die den Schlüssel verbraten. Die Vorhänge, da könnte auch immer ein Geheimgang drin sein. Boah, was war... Ach ja, das war diese Bundeslade. Das Kreuz ist auch eine sehr gute Waffe. Haben wir die hier mit drauf? Ah, wir konsumieren jetzt mal so ein Getränk. Ja, unverwundbar, das ist doch gut. Scheiße. Ah doch, ich kann durchlaufen. Ich kann keine Türen öffnen als unbesiegbarer Sieg. Das ist jetzt doof. Sind noch ein paar hier neben dem Baby. Muss ich mal die Bonus mitnehmen. Weil ich glaube, wenn man auch seinen Score ein bisschen nach oben treibt, dann bekommt man auch noch einen extra Credit. Gut. So, was haben wir hier? Ah, das ist doch dieser Zombie-Trank hier, oder? Also dieser Monstertrank, den nehmen wir jetzt einfach mal. Nochmal zum Abschluss. Yes! So, jetzt wird abgerechnet hier. Bam! Komm her! Okay. Gut. Das war Zombies Ate My Neighbors. Tja, ich hoffe, euch hat's gefallen zum Zuschauen. Und, tja. Ah, jetzt haben wir den Bonus. Und, tja, beim nächsten Remo-Zock werden wir auch nochmal ein Horrorspiel spielen. Oder ein Gruselspiel oder mit Horror-Thematik. Was? Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Servus.